Damit stelle ich fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde. Zur Beschlussfähigkeit ist festzustellen, dass von den 55 Mitgliedern des Kreistages 50 anwesend sind, 4 fehlen entschuldigt. Damit ist der Kreistag entsprechend beschlussfähig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 2. Das sind die Änderungsanträge zur Tagesordnung und die Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Da sehe ich keine. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die vorliegende Tagesordnung hiermit festgestellt und wir gehen in den Tagesordnungspunkt 3 über. Das ist die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Mitglieds des Kreistages auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten. Und ich komme nun zur Verpflichtung von Frau Kerstin Wurms, welche zur konstituierten Kreistagssitzung entschuldigt gewesen ist. Sehr geehrte Frau Wurms, hiermit verpflichte ich Sie, gemäß § 53 Absatz 2 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den § 32, 33 und 34 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Amtspflichten als ehrenamtliche Mitglieder des Kreistages. Der genaue Wortlaut der Rechtsvorschriften wurde Ihnen heute auf den Platz gelegt. Ihnen wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit im Kreistag zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises. Im Tagesordnungspunkt 4 haben wir die Einwohnerfragestunde. Es sind Einwohner anwesend. Ich will nochmal kundtun, wie die Regeln sind. Die Fragestunde wird auf 30 Minuten begrenzt sein. Bitte nennen Sie, wenn Sie zum Mikrofon schreiten, Ihren Namen und Ihren Wohnsitz. Zulässig sind Fragen in allgemeinen Interessen und Zuständigkeit des Landkreises und nur Fragen, die nicht Gegenstand der Tagesordnung sind. Zulässig ist eine Frage pro Sitzung, zu der dann 2 Zusatzfragen noch gestellt werden können. Die Redezeit zur Stellung und Begründung der Fragen sollte 3 Minuten nicht überschreiten und es kann auf die Frage, so es heute nicht hier geschieht, auch schriftlich innerhalb eines Monats geantwortet werden. Ja, liebe Einwohnerinnen, gibt es Fragen zur Einwohnerfragestunde? Bitte nach vorne. Sie müssen da den Knopf drücken an dem Mikrofon, damit wir Sie auch gut hören. So, ich bin Beate Heinecke. Ja, ich wohne in dem Ort Bretsch. Das heißt, ich wohne eigentlich in Meinweg, das ist eingemeindet worden in den Ortsteil Bretsch. Mir geht es mit einer Frage, und zwar hat man vor unserer Tür einen Kreisverkehr zu bauen. Und eine große Argumentation ist, dass wir eine praktisch Umgehung vom Bretsch kriegen sollen. Die Frage heißt genau, gibt es ein Konzept, kurzfristig, mittelfristig oder längerfristig, welches die Umgehungsstraße im Ort Bretsch beinhaltet? Der Landrat wird Ihnen die Frage schriftlich beantworten. Okay. Gibt es weitere Fragen? Ein Handzeichen, kommen Sie bitte zum Mikrofon. Ja, Mike Zöckner aus Naumburg. Die Frage habe ich schon, glaube ich, 4-mal gestellt. Allerdings frage ich nicht heute, weil mir die Antwort nicht passt, sondern weil ich bisher noch keine wirkliche Antwort gekriegt habe, außer eine schriftlich vom Altlandrat. Und zwar geht es mir darum, dass genau solche Anfragen wie heute, die vom allgemeinen Interesse sind, dann schriftlich beantwortet werden und andere, die vielleicht auch das hätten wissen wollen, dann diese Antwort nicht kennen und dann im Zweifel nochmal nachfragen müssten. Und, da hatte ich damals, auch vorherigen, wo Harry Reich noch Landrat war, gefragt, ob es nicht möglich wäre, das auf der Internetseite zu veröffentlichen. Das war dann auch geschehen eine Zeit lang. Wir sind irgendwie echt ein bisschen eingeschlafen. Und dann hatte ich das hier bestimmt 2-mal gefragt und dann hieß es immer kurz geprüft, wie hoch der Aufwand wäre. Und deswegen jetzt nochmal die Frage, wäre es möglich, dass künftig zum Beispiel solche Fragen auf der Internetseite, die Antworten dann natürlich auf der Internetseite zu veröffentlichen. Dann hat Antworten.
die Frage kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Wir müssen natürlich einerseits schauen, wenn die Fragen personenbezogene Daten enthalten und deshalb auch nur schriftlich beantwortet werden, dann können die auch nicht entsprechend in das Internet eingestellt werden. Selbst wenn das von allgemeinem Interesse ist, wie vielleicht irgendwie die persönliche Situation des Fragestellers wäre, wäre das nicht möglich. Ansonsten Fragen, die hier direkt beantwortet werden, also vor dem Plenum, gibt es ja keinen Grund, die nicht öffentlich zu machen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das mit sozusagen, das Protokoll ist ja auch öffentlich, dass man das in irgendeiner Weise dann auch öffentlich nochmal gesondert bekannt macht oder wie auch immer. Als sollten Sie an der Nachfrage? Ich kann mich auch nicht an die Frage, ehrlich gesagt, erinnern meiner Amtszeit. Aber ja, ich kann das weggewünscht, ich kann auch nochmal raussuchen. Es geht ja gerade um solche Fragen. Da ist jetzt nichts mit personenbezogenen Daten, sondern das ist eine allgemeine Frage, was jetzt eine Straßenführung sozusagen beinhaltet. Da wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spricht, das öffentlich irgendwie ins Internet zu stellen. Im Gegenteil. Und ich sage mal, der Aufwand ist ja jetzt nicht wirklich so viel größer. Weil wir leben ja mittlerweile in einem Zeitalter, wo das Schreiben mit dem Computer erstellt wird und das dann vorhanden ist und einfach nur noch in Anführungsstrichen hochgeladen werden muss. Sicherlich sind es mal 3 Minuten, aber ich denke mal, so oft passiert es ja jetzt auch nicht, dass Fragen nicht sofort beantwortet werden können. So dass es, denke ich mal, verhältnismäßig geringer Aufwand ist im Vergleich zum Nutzen. Also, Herr Zöckner, ich habe jetzt keine Nachfrage gehört, nur noch ein Statement. Ja, die Frage, Sie können mir das auch schriftlich beantworten, aber genau so ähnliche Antwort hatte ich ja schon mal bekommen. Und das ist ja jetzt keine Antwort, zu sagen, wir müssen schauen. Deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgefragt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, 1 Jahr, 2 Jahre, was denn rausgekommen ist aus diesem, wir müssen mal schauen. Ja, also der Landrat hat geantwortet und wir haben die Frage verstanden und wir werden sehen, wie wir dann darauf reagieren können. Dankeschön. Weitere Anfragen aus der Einwohnerfragestunde? Sehe ich nicht. Dann schließe ich die Einwohnerfragestunde und komme zum Tagesordnungspunkt Nummer 5. Hier steht die Abstimmung der Niederschrift an. Es handelt sich um die Niederschrift der ersten Sitzung des Kreistages vom 1.7.2019. Einwendung gegen diese Niederschrift legen wir gemäß § 13 Absatz 4 der Geschäftsordnung nicht vor. Daher komme ich jetzt zur Bestätigung der Niederschrift. Wenn Sie mit dem Wortlaut der Niederschrift einverstanden sind, bitte ich Sie um Erheben der Stimmkarte. Da sehe ich viele, die Gegenprobe, keine Enthaltungen. Keine Enthaltung, damit haben wir die Niederschrift einstimmig angenommen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt Nummer 6, das ist der Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten und Eilentscheidung. Bitte, Herr Landrat. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräte, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zunächst zum Strukturstärkungsgesetz Kohleregion. Das ist ja klar, dass uns das besonders bewegt. Am 28. August hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein Strukturstärkungsgesetz Kohleregion beschlossen. Also den Entwurf, nicht das Gesetz. Das muss ja der Bundestag machen, das muss der Bundesrat machen. Der Gesetzentwurf soll der Umsetzung der Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung dienen. Und in diesem Entwurf werden den Ländern, wenn man so will, projektoffene Finanzierungshilfen in bestimmten Aufgabenfeldern bis zu, so heißt das im Gesetz, bis zu 14 Milliarden Euro bereitgestellt. Wenn wir uns mal die Quote, die auf Sachsen-Anhalt enthält, nämlich 12% anschauen, dann sind 12% von 14 Milliarden 1,68 Milliarden Euro. Und der Bund plant dann darüber hinaus Finanzhilfen in Höhe von bis zu 26 Milliarden Euro für eigene Maßnahmen und Investitionen in den Revieren. Damit wird erstmal sozusagen die Grundidee der Kommissionsempfehlung aufgegriffen.
Das Gesetz hat Licht und Schatten, das ist klar. Ich will mal mit dem Licht anfangen. Ich denke, es ist erstmal gut, wenn der Bund diese bis zu 14 Milliarden Euro den Ländern zur Verfügung stellt, weil wir natürlich als kommunale Ebene zu den Ländern eine engere Beziehung haben als zum Bund und ich einfach darauf hoffe, dass es deshalb einfacher ist, sinnvolle Ideen und Vorhaben mithilfe des Landes als mithilfe des Bundes umzusetzen. Und diese Mittel sollen ja auch projektbezogen ausgereicht werden und zur Umsetzung kommen, ohne dass die Projekte schon am Beginn dieser Entwicklung feststehen müssen. Das wäre auch sehr skurril, wenn man über 20 Jahre schon die Projekte jetzt festzurren müsste. Das ist gut. Erfreulich ist auch, dass der öffentliche Personennahverkehr so ein großes Gewicht im Entwurf erhalten hat, denn es nützt uns ja nichts, wenn wir zwar neue Schienenwege zum Beispiel bekommen oder diese elektrifiziert werden, aber hinterher kein Geld da ist, um den Verkehr zu bezahlen. Und das macht Hoffnung, dass unsere Forderungen nach Einbindung in das mitteldeutsche S-Bahn-Netz auch umgesetzt werden. Lobenswert ist auch, dass gerade innerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete Geld für Entwicklung bereitsteht, auch für die Herrichtung von Altimmobilien. Davon können auch die Altindustriestandorte im Kernrevier sicher profitieren. Der Gesetzentwurf benennt auch eine ganze Reihe von Projekten zum Ausbau der Schieneninfrastruktur, darunter auch den Ausbau des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes allgemein, die Strecke Leipzig-Zeitz-Gera und Leipzig-Markranstädt-Naumburg sowie die Bahnstrecke Zeitz-Weißenfels sowie Naumburg-Halle. Wir haben das dann im Bericht nochmal sehr ausführlich und mit Auszügen aus dem Gesetzentwurf dargestellt. Nun komme ich zu den Schattenseiten des Gesetzentwurfs. Der Entwurf enthält keine ausdrückliche Fördermöglichkeit für kommunale Bildungsinfrastrukturen. Zwar gibt es dort einen Paragraph 14, der regelt, ich zitiere, der Bund fördert zweckgebunden Wissenschaft, Forschung, Lehre und Bildung mit der Finanzierung von Projekten. Und in der Begründung zu diesem Paragraph 14 heißt es auch, dass diese Vorschrift klarstellen soll, dass die Mittel für Maßnahmen der Strukturförderung auch für Wissenschaft und Bildung, insbesondere für die betriebliche Berufsbildung und Weiterbildung, verwendet werden können, jeweils soweit die föderale Ordnung dem Bund die Förderung erlaubt. Ende des Zitats. Aber das ist natürlich eine sehr wackelige Grundlage für die Idee unserer Bildungscampus und gefährdet damit auch deren Umsetzung. Bildungsminister Thulner und ich setzen uns mit großem Nachdruck dafür ein, dass die Förderung kommunaler Bildungsinfrastruktur noch in den Entwurf aufgenommen wird. Mit der Bundesbildungsministerin Karliczek werde ich am 6. November sprechen dürfen, aber wenn Sie sich diesen Termin anschauen, ist das schon leider sehr spät für dieses Thema und das lässt aus meiner Sicht auch nicht sehr viel Gutes erahnen. Ein anderes Thema. Der Entwurf nennt zwar als Förderbereich ausdrücklich Städtebau und Stadtentwicklung, das Revier besteht aber überwiegend aus dörflichen Strukturen, daher sollte auch die Möglichkeit eröffnet werden, Dorfentwicklung zu unterstützen. Zum Schatten gehört auch die Straßeninfrastruktur. Die genannten Vorhaben liegen mit Ausnahme der Ortsumgehung Naundorf nicht im Kernrevier. Insbesondere der Ausbau und die Neutrassierung der B2 und die Wiederherstellung der B176 sind nicht erwähnt, jedenfalls bei der 176 nicht in dieser Form und nicht im Teil von Sachsen-Anhalt. Das ist absolut inakzeptabel. Dazu und zu vielen anderen Themen habe ich mich noch einmal an den Ministerpräsidenten in einem ausführlichen Schreiben gewandt, in dem ich auch die Anregungen aus dem Kernrevier aufgreife. Eine Kopie finden Sie auf Ihren Tischen ausgereicht. Den Gesetzentwurf als Entwurf finden Sie ebenfalls als Anlage dann zu meinem Bericht. Zur interkommunalen Arbeitsgruppe Kernrevier. Diese wird am 19.09. erneut tagen, dieses Mal dann zum Thema Gesundheitsregion, was ganz gut in die Zeit wird. Dazu wurden die Gemeinden, das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen, die Kliniken im Burgenlandkreis, das Netzwerk Gesundheit und das Gesundheitsamt des Burgenlandkreises und Zuarbeiten und Vorschläge reden. Die Vorschlagslisten zu den vorausgegangenen Themen, Verkehrsinfrastruktur, Unterhalt, Bundeszuständigkeit, 5G, Breitbandausbau sowie Bundesinstitutionen, die in den letzten Beratungen beschlossen wurden, wurden an die Vertreter in Bund und Land versandt und auch nochmal in der interministeriellen Arbeitsgruppe übergeben. Ich habe sie ebenfalls als Anlage dem Bericht beigefügt.
Im Zusammenhang mit der Metropolregion Mitteldeutschland möchte ich mitteilen, dass wir am 23.08. durch den Burgenlandkreis die ersten beiden größeren Projekte, nämlich eine Technologiefeldanalyse und eine Potenzialstudie für Industrie- und Gewerbeflächen europaweit ausgeschrieben haben. Der Leistungszeitraum soll ab Mitte November starten. Darauf haben sich alle neuen Gebietskörperschaften im mitteldeutschen Revier verständigt. Während die Städte Leipzig und Halle derartige Potenzialuntersuchungen für ihre Gebiete bereits vorliegen haben, können wir, also der ländliche Raum, auf diese Weise jeden Altstandort noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Für die Maßnahme länderübergreifendes regionales Entwicklungskonzept, Hürek, kurz abgekürzt, unserer Reviergemeinden und der sächsischen Gemeinden Pegau und Elster-Trebnitz läuft noch das Umlaufverfahren zur Freigabe der Ausschreibung. Am letzten Freitag fand in Zeitz die erste Zukunftswerkstatt für das mitteldeutsche Revier statt und damit auch der Auftakt eines Beteiligungsprozesses. Ziel der insgesamt 9 Werkstätten ist die Beteiligung der regionalen Bevölkerung an der Frage, wie wollen wir 2040 leben. Die Ergebnisse werden gebündelt, aufbereitet und dann in der zweiten Jahreshälfte 2020 den Einwohnern in der Region präsentiert. Darüber hinaus werden die Resultate in Form von Leitlinien an die Hauptverwaltungsbeamten übergeben und sie sollen dann in einen zu erarbeitenden Masterplan für die Gestaltung des Strukturwandels einfließen und auch für die Bewertung von neuen Projekten, die eingereicht werden, dienen. Die ersten Reaktionen der Teilnehmer nach der Zukunftswerkstatt in Zeitz waren durchweg positiv und es war auch, also war jedenfalls mein Eindruck, ein guter Querschnitt aus der Bevölkerung, der teils zufällig, teils durch freiwillige Meldung, man möchte mitmachen, teils durch Vorschläge von Institutionen ausgewählt wurde, ungefähr 60 Personen. Ich danke nochmal allen an dieser Stelle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Ergebnisse, die dort erzielt werden, diesen Personen nicht nur mitteilen, die waren ja dabei, die kennen sie ja, sondern dass wir dann auch später reflektieren, was eigentlich aus den Vorschlägen geworden ist, wenn wir wollen, dass die Menschen ernst nehmen, was wir dort durchgeführt haben. Ein ganz anderes Thema, Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Jobcenters. Da kann ich gute Nachricht geben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat geprüft. Es gab keine Beanstandung. Ich danke da dem Beteiligungsmanagement Controlling, die als Kontrollstelle gedient haben und die das offensichtlich gut im Griff haben. Meine Damen und Herren, der regionale Arbeitskreis Arbeitsmarkt hat die Aufgabe, schwierige Fälle auf dem Arbeitsmarkt zu lösen oder zumindest einen Beitrag dazu zu erbringen. Und wir wollen, und zwar ab heute bis zum 27. September, über die Ergebnisse der Bemühungen der Arbeitsmarktförderung dieses regionalen Arbeitskreises öffentlich berichten. Und zwar findet das statt im Rahmen einer Wanderausstellung, die sich nennt Neuanfang, 14 Gesichter, 14 Geschichten, die das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration initiiert hat und die ab heute im Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling gezeigt wird, wo eben auch die Vorstellung von Projekten aus dem Burgenlandkreis erfolgt. Wir haben im Burgenlandkreis aus Mitteln der Europäischen Union, aber auch aus Landesprogrammen insgesamt 76 Projekte mit einem Fördervolumen von 15 Millionen Euro in folgenden Programmen laufen. Das ist einmal das Programm aktive Eingliederung, dann gibt es Familien stärken, Perspektiven eröffnen, dann gibt es Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben, dann gibt es das Programm stabil, dann gibt es das Programm Jobperspektive 58+, und dann noch eben das regionale Übergangsmanagement der Sachsen-Anhalt mit der Koordination dieser Maßnahmen verbunden. Aus dem Programm konnten bisher 235 Teilnehmende auf den ersten Arbeitsmarkt und 92 in Ausbildung vermittelt werden. Es gibt viele Beispiele. Ein Beispiel ist Lars Karius. Und eben dieser Lars Karius wird auch in Leisling vor Ort sein, präsentiert werden über ein Roll-up. Er hat sich bereit erklärt, sich sozusagen zu öffnen der Bevölkerung. Als gutes Beispiel dafür, dass das Programm stabil, in dem er ohne Schulabschluss und ohne Perspektive, dass er eingetreten ist,
einen Weg gefunden hat in das berufliche Leben. Er ist jetzt Fachlagerist bei einem Baustoffhandel, hat einen Schulabschluss nachgeholt und er erzählt sozusagen seine Geschichte dann auch im Rahmen dieser Ausstellung. Dieses Programm Stabil ist eben ein Beispiel dafür, dass sich besonders an, wenn man sagen, abgebrochene Bildungsbiografien ohne Schulabschluss richtet, also an junge Menschen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen haben, auch im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres erfolglos geblieben sind und die jetzt mit Hilfe dieses Stabilprogramms doch noch auf einen beruflichen Weg vorbereitet werden. Apropos beruflicher Weg vorbereitet, dazu gehört auch die Berufsinformationsmesse in Zeitz, die wir erneut durchführen werden. Die ist auch bitter notwendig, wenn wir uns die Lage am Berufsausbildungsmarkt anschauen. Wir haben im Burgenlandkreis noch immer 184 Bewerber, die sich noch nicht entschieden haben, ob und welche Ausbildungsstelle sie antreten, obwohl eine große Zahl von Ausbildungsstellen noch unbesetzt ist. Wir haben alleine noch 435 gemeldete unbesetzte Ausbildungsstellen. Das ist eine sehr große Zahl. Das heißt, die Zahl der Ausbildungsstellen steigt weiter an. Das sind 22% mehr als im Vorjahr gewesen. Aber die Zahl der Bewerber geht natürlich zurück. Und deshalb ist die Berufsinformationsmesse weiterhin notwendig, aber der Fokus der Messe muss ein anderer sein, ist ein anderer schon geworden. Es geht nicht mehr darum, sozusagen, also Jugendliche, die vor Arbeitslosigkeit oder fehlender Berufsausbildung stehen, davor zu retten, sondern es geht darum, um zu werben unter den Jugendlichen. Und das findet am 20. September von 8 bis 15 Uhr erneut in Zeitz, der Sporthalle der berufsbildenden Schule, statt. Mehr dazu möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen sagen, das wird sehr ausführlich im Bericht dann noch ausgeschmückt. Laufende Baumaßnahmen und geplante Baumaßnahmen des Burgenlandkreises. Dazu gibt es eine eigene Anlage zum Kreislastbericht. Ich erspare mir jetzt wegen der so großen Zahl von Baumaßnahmen, das im Einzelnen vorzutragen. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis auf das Jobcenter in Weißenfels. Da hat am 13. August der Bau begonnen. Da geht es um Spezial-Tiefbauarbeiten. Die werden noch eine Weile andauern. Und wir haben in der Verbandsgemeinde Treutigen-Zeitzer Forst zwei Baumaßnahmen beendet, nämlich einmal zwischen Heinsburg und Graber sowie zwischen, ich sage jetzt mal, Wetterzeuge und Großweda. Zwei Kreisstraßen, die 2220 und die 2223, für den Verkehr wieder freigegeben. Wir haben in der letzten Sitzung, meine Damen und Herren, immer wieder auf das Jubiläum 100 Jahre Volkshochschule hingewiesen. Das möchte ich auch aus Werbezwecken in dieser Veranstaltung erneut tun. Wir hatten unseren Festakt zum 100. Geburtstag, an dem unsere Gastrednerin, die Präsidentin des Volkshochschulverbandes, Frau Kramp-Karrenbauer, nicht gekommen ist, weil sie sich in eine neue Funktion, Sie wissen es, begeben hat. Und sie wurde durch den Verbandsdirektor des Deutschen Volkshochschulverbandes vertreten. Wir hatten dann ein Sommerfest der Volkshochschule in Weißenfels, wo trotz großer Hitze eine gute Besucherresonanz zu bemerken war. Und wir wollen jetzt, nämlich am 20. September, also noch in dieser Woche, in die lange Nacht der Volkshochschule gehen. Die wird nun am Standort in Zeitz stattfinden, und zwar von 17 bis 23 Uhr. Mal sehen, wer das so lange durchhält. Und da gibt es also quasi eine gemeinsame bundesweite Aktion von ungefähr 400 Volkshochschulen, die sich an dieser langen Nacht der Volkshochschulen beteiligen. Bei uns wird es zunächst mal ein politisches Forum geben zum Thema Oskar Brüsewitz mit Professor Dr. Helmut Müller-Engbergs aus Dänemark. Es wird ein Podiumsgespräch der Volkshochschule geben zum Thema Bildung und Meilensteine der Demokratie mit Professor Juchler von der Universität Potsdam und mit dem Theologen Lothar Tautz. Diese sind alle eingeladen. Es gibt dann an allen Standorten auch noch weitere Veranstaltungen unter der Überschrift Prominenz an der Volkshochschule, wo also noch sicherlich interessante Themen angerissen werden, nicht nur aus der politischen Sicht. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, dann noch darüber informieren, dass ich im Hinblick auf die Vorkommnisse im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg nunmehr die angekündigt, ein Disziplinarverfahren gegen die ehemalige Verbandsgeschäftsführerin als Ruhestandsbeamtin eingeleitet habe.
Im Übrigen gibt es dazu im Moment noch keine neuen Erkenntnisse. Zum Breitbandausbau allgemein, das löst natürlich immer wieder viele Nachfragen auch in der Bevölkerung aus. Wir haben derzeit Arbeiten nach unserer Kenntnis in den Einheits- und Verbandsgemeinden Teuchern, Heusedorf, Zeitzer Forst, Wetautal, Elsteraue, Zeitz, Anderfinne und Unstruttal. Und für weitere Gemeinden laufen die Planungen noch. Bei 5 Losen gibt es Verzögerungsanzeigen der Deutschen Telekom. Das sind jeweils die 2 Lose für Naumburg und Weißenfels und das Los für Lützen. Diese Verzögerungen werden vom Unternehmen mit Engpässen bei der Verfügbarkeit notwendiger Planungs- und Tiefbaukapazitäten sowie vom Material begründet. Aber das Unternehmen hat uns zugesichert, dass der Ausbau auch in diesen 3 Städten bis Ende 2020 abgeschlossen werden wird. Der Grund für die bisher eingetretenen Ausbauverzögerungen konnte auch vom Burgenlandkreis bei den Fördermitteln, also aufgrund dieser Verzögerung konnte auch beim Burgenlandkreis bei den Fördermittelgebern noch kein Mittelabruf erfolgen. Da sind wir dran und da gibt es zahlreiche Gespräche, wie man quasi jetzt das Geld locker macht. Unabhängig davon macht sich im Anbetracht der zu erwartenden weiteren Ausbauverzögerung die Vorlage erneut überarbeiteter Projektzeit- und Auszahlungspläne durch die Netzbetreiber erforderlich, aber das sind fördertechnische Dinge, die ich Ihnen im Einzelnen ersparen will. Was ich Ihnen nicht ersparen kann, ist das Thema Breitbandanschluss der Schulen. Ich hatte meinen Bericht in den vergangenen Sitzungen des Kreistages wiederholt über die Gespräche mit dem Finanzminister und seinem Staatssekretär hinsichtlich des Anschlusses der Schulen mit leistungsfähigen Breitband informiert. Danach soll es nach wie vor Ziel des Landes sein, alle Schulen im Land über das Landesnetz an schnelles Internet anzuschließen. Hier finden derzeit wohl noch notwendige Abstimmungen zwischen der Landesregierung, also dem Finanzministerium und der Deutschen Telekom, nämlich mit T-Systems statt. Ein entsprechender Vertrag soll vor dem Abschluss stehen, aber konkrete Aussagen dazu liegen trotz mehrerer Nachfragen beim federführenden Finanzministerium noch immer nicht vor. Ich selbst habe auch erhebliche Zweifel, ob das so komplikationslos gelingen wird. So hatte ich mich in dieser Sache bereits nochmals am 3. August an die Deutsche Telekom und am 5. August an den neuen Finanzminister Michael Richter gewandt. Und dabei geht es auch darum, zu erfahren, ob wenigstens die 23 Schulstandorte im Burgenlandkreis noch 2019 an das schnelle Internet durch das Land angeschlossen werden, die bereits digital ausgestattet wurden oder gerade in der Ausstattung sind. Aber leider liegen mir dazu bisher in beiden Fällen noch keine Antworten vor. Vor diesem Hintergrund hatte der Landkreistag Sachsen-Anhalt bereits am 27. Juni den Landkreisen empfohlen, einen Anschluss der Schulen auf der Grundlage der Förderung von Schulen für Breitbandanschluss und der Förderung der Krankenhäuser im Rahmen eines Sonderförderaufrufs des Bundes für also Glasfaseranschlüsse, das selbst in Angriff zu nehmen, weil eben das Vertrauen auf eine zeitnahe Lösung durch das Land nicht bestehen könnte. Dementsprechend habe ich den ersten Kreisbeigeordneten Herrn Engert beauftragt, die notwendigen Antragstellungen durch die Stabsstelle Breitbandausbau vorbereiten zu lassen und entsprechende Anträge beim Bund zeitnah zu stellen. Auf der Grundlage des Sonderaufrufs für Schulen und Krankenhäuser hat der Burgenlandkreis ein sogenanntes Markterkundungsverfahren am 31. Juli eingeleitet und dieses wird in der nächsten Woche abgeschlossen. Zweck dieses Markterkundungsverfahrens ist es, darüber Informationen zu bekommen, ob es Netzbetreiber gibt, die Schulen oder Krankenhausstandorte im Burgenlandkreis eigenwirtschaftlich ausbauen, also ohne öffentlichen Zuschuss. Und im Ergebnis dessen können wir dann festlegen, für welche Schulen und Krankenhausstandorte noch Fördermittel für einen geförderten Breitbandanschluss beim Bund zu beantragen sind. Der entsprechende Fördermittelantrag muss noch bis zum Jahresende beim Bund gestellt werden. Wir gehen hier parallel vor, weil ich habe natürlich, ich habe Hoffnung, aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das Land tatsächlich die Anschlüsse der Schulen hinbekommt und dann wäre es natürlich für uns einfacher, das Land würde diese Maßnahmen umsetzen. Also wir schauen mal, wer am Ende schneller ist, das Land mit seinen Zielen über T-Systems alle Schulen landesweit an das Glasfaser anzuschließen oder wir mit unserem
Antrag, der natürlich auch erst noch einige bürokratische Hürden im Bundesministerium für Verkehr und Digitalisierung nehmen muss. Und wir kommen zum Tagespunkt Nummer 8, das ist die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Kreisbrandmeister und stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart. Hierzu begrüße ich recht herzlich die Kameraden Gerd Dachroth, Jens Diedel, Ronny Urkorn. Thorsten Schubert hat sich entsprechend entschuldigen lassen. Die Kameraden Dachroth und Diedel werden zum ersten und zweiten stellvertretenden Kreisbrandmeister berufen. Ich grüße an der Stelle auch Herrn Suri recht herzlich als unseren Kreisbrandmeister. Und als erster und zweiter stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart werden die Kameraden Urkorn und Schubert berufen. Und ich bitte Sie zur Übergabe der Ernennungsurkunden durch den Landrat hier nach vorne. Kreisbrandmeister mit Wirkung vom 16. September 2019 ernannt. Im Namen des Burgenlandkreises ernenne ich Sie. Wirkung des genannten Tages zum ersten stellvertretenden Kreisbrandmeister. Herzlichen Glückwunsch. Dann gehen wir über zum Kameraden Dietl. Herr Kamerad Dietl ist ebenfalls Hauptbrandmeister und Herr Dietl, im Namen des Burgenlandkreises, das ernenne ich Sie mit Wirkung vom 16. September 2019 zum zweiten stellvertretenden Kreisbrandmeister. So, dann kommen wir zu den Jugendwarten. Im Namen des Burgenlandkreises ernenne ich Herrn Oberlöschmeister Ronny Urkorn mit Wirkung vom 16. September 2019 zum ersten stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart. Herzlichen Glückwunsch. Der Kreisbrandmeister ist aufzugeben, der könnte auch gratulieren, wenn er wollte. Ach, sorry. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Tagesordnungspunkt Nummer 9. Das ist die Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse Burgenlandkreis für das Geschäftsjahr 2018. Hier haben wir ein Mitwirkungsverbot für Herrn Landrat Ulrich, Herrn Hans-Dieter von Findel, Herrn Wilmar Kabisch, Herrn Norbert Salzmann und Herrn Gunter Schneider. Zeigen weitere Kreistagsmitglieder Mitwirkungsverbot an? Das ist nicht der Fall. Die Vorlage des Beschlusses liegt Ihnen entsprechend vor. Der Kreisausschuss hat hier einstimmig empfohlen. Gibt es noch Hinweise? Das ist nicht der Fall. Dann lese ich den Beschlusstext vor. Der Kreistag beschließt, den Verwaltungsrat der Sparkasse Burgenlandkreis für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen. Wenn Sie mit Ja stimmen wollen, dann bitte ich Sie um Erheben der Stimmkarte. Dankeschön. Die Nein-Stimmen. Eine Nein-Stimme, die Enthaltungen. 5 Enthaltungen.
Enthaltungen. Bei 5 Enthaltungen einer Nein-Stimme ist die Vorlage angenommen. Sie können wieder zu uns kommen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt Nummer 10. Das ist die Wahl des Kreisjägermeisters für den Burgenlandkreis. Dazu habe ich den folgenden Hinweis für Sie. Die Wahlen können offen und im Block durchgeführt werden, wenn hier kein Mitglied widerspricht. Ich schlage Ihnen daher vor, die Wahl zum Kreisjägermeister auch offen durchzuführen. Gibt es hierzu Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Seitdem gibt es noch Hinweise zur Vorlage. Auch da sehe ich keine. Wir sind bei der Vorlage 19 aus 39 und ich lese Ihnen den Beschlusstext vor. Ja, Herr Kovacek ist nicht anwesend. Ich lese den Beschlusstext vor. Der Kreistag wählt auf Vorschlag der Jägerschaften des Burgenlandkreises den Herrn Frank Kovacek zum Kreisjägermeister des Burgenlandkreises. Wenn Sie mit Ja stimmen wollen, bitte ich zum Erheben der Stimmkarte. Dankeschön. Die Gegenprobe. Die Stimmenthaltungen. Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Beschluss entsprechend gefasst. Ich rufe den Tagesordnungspunkt Nummer 11 auf. Das ist die Wahl des Jagdbeirates für den Burgenlandkreis. Hier bitte ich Sie zunächst eine Berichtigung in der Beschlussvorlage vorzunehmen. Zum einen als Vertreter des Naturschutzbundes wird Herr Andreas Meißner, nicht Miesner, vorgeschlagen. Also bitte korrigieren Sie Herrn Andreas Meißner. Und bei Vertreter des Jägers machen Sie bitte aus Herrn Michel Ott einen Herrn Michael Ott. Auch hier schlage ich Ihnen vor, die Wahl offen und im Block durchzuführen und frage, ob es dazu gegenteilige Meinungen gibt. Das sehe ich nicht. Dann lese ich Ihnen den Beschlusstext 19 aus 40 vor. Der Kreistag des Burgenlandkreises wählt für seine Wahlperiode den Jagdbeirat, Herrn Michael Ott als Vertreter der Jäger, Herr Günther Wagner als Vertreter der Jagdgenossenschaften, Herr Kurt Enke als Vertreter der Landwirtschaft, Herr Rainer Naumann als Vertreter der Forstwirtschaft und Herrn Andreas Meißner als Vertreter des Naturschutzes. Wenn Sie mit Ja stimmen wollen, bitte ich um Erheben der Stimmkarte. Danke recht herzlich. Ich mache die Gegenprobe. Keine Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Beschluss gefasst. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 12. Das ist die Besetzung des Jugendhilfeausschusses und hier zunächst die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder und ihrer Stellvertreter. Die Vorbereitung ist im Kreisausschuss erfolgt. Die AfD-Fraktion hat ihre Vorschläge erst nach Versendung der Sitzungsunterlagen eingereicht. Eine ergänzende Vorlage liegt auf ihren Plätzen aus. Ich bitte um entsprechende Beachtung. Der Beschluss 45 aus 19 hat zunächst die Wahl der neuen stimmberechtigten Mitglieder und Stellvertreter auf Vorschlag der Fraktionen. Gibt es, auch hier wieder die Frage, gibt es Widerspruch, dass die Wahl offen und im Block erfolgt? Das sehe ich nicht und danke dafür. Ich lese den Beschlusstext vor. Der Kreistag wählt auf Vorschlag der Fraktionen, deren Sitz Anteile entsprechend 9 Mitglieder des Kreistages oder in den Jugendhilfeverfahren Frauen und Männer als stimmberechtigte Mitglieder zu werden und deren Stellvertreter in den Jugendhilfeausschuss. Spare mir das Vorlesen der einzelnen Personen. Sie haben es vor sich liegen und bitte Sie um Erheben der Stimmkarte, wenn Sie mit dem Beschluss so einverstanden sind. Vielen herzlichen Dank. Ich mache die Gegenprobe. Keine Nein-Stimmen, die Stimmenthaltungen. Bei einer Stimmenthaltung auf dieser Beschluss angenommen. Und wir bleiben noch im Tagesordnungspunkt Nummer 12. Und hier kommen wir zur Wahl der jeweils 3 stimmberechtigten Mitglieder und Stellvertreter aus den Wahl,
Vorschlägen der Jugendverbände und ihrer Zusammenschlüsse bzw. in der Jugendarbeit tätigen Vereine und der Wohlfahrtsverbände und anderer anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Wir werden hier jetzt in jedem Fall ein Wahlverfahren durchführen. Das Wahlverfahren als solches findet folgendermaßen statt. Die Wahl erfolgt geheim in einem gemeinsamen Wahlgang auf zwei getrennten Stimmzetteln. Zwei getrennte Stimmzettel. Jedes Kreistagsmitglied hat je Stimmzettel 3 Stimmen. Je zu besetzende Stelle kann eine Stimme vergeben werden. Mitglied und Stellvertreter werden als Einheit gewählt. Und gewählt sind die Personen, für die die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gestimmt hat. Ausschlaggebend ist die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Es erfolgt jetzt die Ausreichung der Stimmzettel. Die Wahlkabine und die Wahlurne befinden sich im kleinen Beratungsraum. Und ich bitte dann in gewohnter Weise die Fraktionsvorsitzenden im Anschluss an die Wahl zur Ermittlung des Wahlergebnisses in den Beratungsraum. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie wieder Platz zu nehmen. Das war jetzt noch nicht die wohlverdiente Pause. Und ich darf Ihnen schon mal soweit verraten, dass es keinen zweiten Wahlgang geben wird. Den haben wir nämlich mit der Pause gewartet, aber die machen wir schon noch. Wir haben also ein Ergebnis und ich gebe erstmal zunächst das Ergebnis für die Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse bzw. in der Jugendarbeit tätigen Vereine bekannt. Es sind insgesamt 51 Kreisräte anwesend. Wir haben 48 gültige, 3 ungültige Stimmzettel eingesammelt und die erforderlichen Mehrheiten erreichten das Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz mit Frau Kröschel und Stellvertreter Frau Nestler, der Kinder- und Jugendhilfeverein Weißenfeld mit Herrn Dr. Pichotta und Frau Michaela Behring und das Trägerwerk des Stadtjugendrings Naumburg e.V. mit Herrn Michael Ritz und Herrn Thomas Klinke. Ich komme zur Bekanntgabe der Wohlfahrtsverbände und anderer anerkannten Träger der freien Jugendhilfe. Auch hier haben wir 48 gültige und 3 ungültige Stimmzettel. Und auch hier brauchen wir keinen zweiten Wahlgang. Ich gebe die Ergebnisse bekannt, die erforderlichen Mehrheiten erreichten das CJD Sachsen-Anhalt, Michaela Hansel und Dorin Pfleger als Stellvertreterin, die Kreis AG der Wohlfahrtsverbände, Herr Thomas Rothe und Herr Thomas Lofink und der Lebenshilfe Naumburg e.V., Herr Hartmut Dorsch und Frau Isabel Prims. Ja, herzlichen Glückwunsch, den gewählt. Bis zur Pause rufe ich noch 4 Tagesordnungspunkte auf. Das ist der Tagesordnungspunkt Nummer 13, die Benennung des Beirates der Volkshochschule Dr. Wilhelm Harnisch des Burgenlandkreises. Von der AfD-Fraktion wird im Nachgang der Sitzungsleitung Herr Ulrich Aubele als Vertreter benannt. Ich bitte um entsprechende Ergänzung auf Ihren Vorlagen. Das Ganze ist eine zur Kenntnisnahme. Die Fraktionen des Kreistages benennen folgende 5 Mitglieder des Kreistages in den Beirat der Volkshochschule: Dr. Wilhelm Harnisch des Burgenlandkreises. Für die CDU-FDP sind das Herr Jörg Riemer und Frau Elke Simon-Kuch. Für die AfD Herr Ulrich Aubele. Für die SPD Herr Maik Reichel. Und die Linke Herr Jörg Freiwald.
In Tagesordnungspunkt Nummer 14 geht es um die Benennung des Beirates der Kreismusikschule des Burgenlandkreises. Von der AfD-Fraktion wurde Frau Lydia Funke als Vertreter benannt. Auch bitte hier die Ergänzung auf Ihren Vorlagen und die zur Kenntnisnahme lautet wie folgt: Die Fraktion des Kreistages benennen folgende 5 Mitglieder des Kreistages in den Beirat der Kreismusikschule des Burgenlandkreises. Für die CDU-FDP-Fraktion sind das Herr Stefan Leier und Herr Sebastian Nicolai, für die AfD Frau Lydia Funke, für die SPD Frau Kerstin Sachtler und für die Linke Frau Antje Tschitschinski. Im Tagesordnungspunkt Nummer 15 geht es erneut um die Ausschussbesetzung, und zwar hier um die beratenden Mitglieder. Die Beschlussvorlage liegt Ihnen entsprechend vor. Gibt es dazu noch Hinweise Ihrerseits? Das sehe ich nicht. Ich lese die Namen jetzt nicht nochmal einzeln vor. Der Kreistag beschließt, diese Mitglieder mit beratenden Stimmen in die folgenden Ausschüsse zu entsenden. Das haben Sie in Ihrer Vorlage, und wenn Sie dem Beschluss so zustimmen wollen, dann bitte ich Sie um Erheben der Stimmkarte. Vielen Dank. Ich mache die Gegenprobe. Keine Nein-Stimme, die Enthaltungen. Bei 3 Enthaltungen ist der Beschluss entsprechend angenommen. Tagesordnungspunkt Nummer 16 ist die Annahme einer Spende. Hier geht es um 320 Stühle für das Goethe-Gymnasium in Weißenfels. Der Kreisausschuss hat den Beschluss einstimmig dem Kreistag empfohlen. Gibt es Hinweise noch aus den Reihen der Kreisräte? Das sehe ich nicht. Dann komme ich zur Beschlussfassung. Der Kreistag stimmt der Annahme einer zweckgebundenen Spende durch den Förderverein Freunde des Goethe-Gymnasiums e.V. Weißenfels in Höhe von 32.452,48 € zu. Für die Ja-Stimme bitte ich um eine Stimmkarte. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Keine Nein-Stimmen, die Enthaltungen. Bei 2 Enthaltungen ist auch dieser Beschluss angenommen. Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, treten wir in die Pause ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fahren mit der Sitzung des Kreistags fort. Ich eröffne die Tagesordnung erneut und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 17. Hier geht es um die Aufforstung im Burgenlandkreis als einen Beitrag zum Klimaschutz. Vorliegt ein Antrag der SPD-Fraktion und ich habe eine Wortmeldung von Herrn Erben. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag erschließt sich ja durch Lesen. So hoffe ich das zumindest, dass es so verständlich formuliert ist. Das ist aber auch kein Antrag, über den man einfach mit Ja und Nein abstimmen kann, unabhängig von den kommunalrechtlichen Vorschriften. Ja, der Wald sieht aber eher krank aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht kann man darüber ja auch reden. Deswegen beantrage ich für meine Fraktion, dass wir den Antrag zunächst in den Bau- und Umweltausschuss, den Ausschuss für Strukturwandel und als beschließenden Ausschuss in den Kreisausschuss überweisen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist dem Antrag stattzugeben, das ist so. Damit geht der Beschluss in die entsprechend vorgetragenen und erbetenen Ausschüsse. Der Landrat war gestern extra nochmal unterwegs und hat so ein paar Betroffenheitsbilder uns mitgebracht. Lassen Sie es ein bisschen auf sich einwirken. Wir lachen jetzt zwar, aber es ist wirklich momentan, wenn man sich die Niederschlagshäufigkeit oder Nichthäufigkeit der letzten beiden Jahre anschaut, verheerend, was momentan in unseren Baumbeständen so passiert. Insofern ist das tatsächlich auch ein Thema hier im Kreistag. Damit komme ich zum Tagesordnungspunkt Nummer 18. Hier haben wir die Anfragen zu Angelegenheiten des Landkreises. Und ich frage in die Runde, gibt es Anfragen? Da sehe ich keine, sodass wir diesen Tagesordnungspunkt schließen. Im Tagesordnungspunkt 19 haben wir dann noch Mitteilungen. Ich selber
habe eine Mitteilung für Sie, und zwar werden wir auf der nächsten Sitzung am 4.11. die Tablets ausgeben. Und zwar so, dass wir schon 16 Uhr einladen werden, weil es dort eine Einweisung mit Schulen gibt. Die Tablets sind sozusagen dann für die elektronische Ratsarbeit gedacht, sodass jeder ihr Endgerät bekommt und mit diesen dann auch gut umgehen kann. Also nächster Kreistag, eine Stunde vorher, die Einladung erfolgt und dann eine Einweisung in die Tablets. Gibt es weitere Mitteilungen? Das sehe ich keine. Dann kann ich jetzt an dieser Stelle den öffentlichen Teil unserer Sitzung schließen. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die unserer Sitzung gefolgt sind, bei den Vertretern der Presse, und wünsche hier schon mal entweder einen angenehmen Feierabend, oder Sie können ja draußen warten, die nächste